So, morgen findet ja in NRW und einigen anderen Bundesländern die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch statt und wir haben da einiges gemacht heute, um auch Gedichte schnell checken zu können. Dann hat uns aber jemand doch gebeten, nochmal vielleicht den ganz, ganz kurzen Check eines Gedichtes zu machen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wann gibt es solche Situationen? Und da ist ja tatsächlich so, dass im Abitur ja eine Auswahlmöglichkeit besteht. Man bekommt mehrere Aufgaben und hat man eine halbe Stunde Zeit, so ist das zumindest hier in NRW, um sich dann zu entscheiden, welche der Aufgaben man nimmt. Und in der Regel ist da auch ein Gedicht dabei. Und dann muss man natürlich sehen, ob dieses Gedicht machbar ist. Vielleicht sogar Spaß macht, je nachdem, wenn man Glück hat. Das mit Sekunden ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber jede Sekunde zählt natürlich bei einer solchen Abiturklausur. Und darum haben wir uns jetzt mal diese Aufgabe gestellt. Und es ist wieder, wir müssen das doch hier eben noch kurz hinschreiben, weil das schon eine echte Herausforderung ist. Es ist wieder der Live-Modus, in dem wir das machen. Der ist nicht schön, aber er ist natürlich praktisch, nein, nicht praktisch, das vielleicht auch, aber praxisnah und hilft dann vielleicht am meisten. Okay, schauen wir uns das mal jetzt an einem Beispiel an. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben das Gedicht ausgesucht von dieser Seite, das packen wir auch in die Informationen. Da haben wir noch mehrere Gedichte, die sich mit dem Thema Heimat und Fremde im Zusammenhang mit Reisegedichten beschäftigen. Und das schien uns ganz sinnvoll zu sein. Jetzt haben wir uns ausgesucht ein Gedicht von Max Hermann Neiße. Wir machen das immer so für uns auch eigentlich, dass man keine Informationen da bekommt, wann das war und so weiter. Das bringt in der Regel ja nicht allzu viel. Führt manchmal sogar in die Irre. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir da anfangen. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass man mit Reim und Rhythmus anfängt, ne? Wir machen das ja immer so, dass wir uns die mehrsilbigen Wörter anschauen, also ohne Heimat, irren, verloren. Und dann ist klar, es heißt ohne Heimat. Und irren auch und verloren. Und dann hofft man natürlich, dass die Lücken dazwischen, die einsilbigen Wörter, sich zuordnen lassen. Und man hat das tatsächlich auch. Wir ohne Heimat irren so verloren. Und dann kann man das Ganze nochmal überprüfen. Wir machen das einfach jetzt bei der letzten Zeile nochmal. Das ist so die Minimalvariante. Und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind. Alles klar, das wäre also ein Jambus. Wir merken uns das immer, indem wir Jambus sagen und dann hoffen wir mal, dass der Rest stimmt. Sonst prüfen wir das später mal, wenn wir noch Zeit und Lust haben. Was dann den Reim angeht, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Verloren, Toren, Wehen, Seen, Gassen, verlassen, verloren, Toren, na, wunderbar. Ach so, jetzt müssen wir natürlich die anderen auch noch uns angucken. Das machen wir auch eben kurz. Dann haben wir Labyrinth, Sommerwind, Ruh, wieder zu, Gras, besaß. Labyrinth und sind. Aha, dann machen wir uns gleich schon mal hier den Vermerk, dass sich da zumindest ein Reim wiederholt. Wir sehen also, wir haben hier einen Kreuzreim. Das heißt, dieses Gedicht ist schon mal ganz positiv, weil man damit klarkommt mit den formalen Dingen. Es ist auch, sind lauter vierzeilige Strophen, also kein Sonett. Das ist auch sehr beruhigend. Dann macht man da keinen Fehler mehr. Die einzige Geschichte, die noch offen bleibt, die erledigen wir auch bei der Gelegenheit jetzt gleich. Das ist die Sache mit den sogenannten Versschlüssen. Versschlüsse. So, und bei den Versschlüssen geht es ja darum, ob das auf einer betonten Silbe endet. Das wäre also betont. Das nennt man männlich. Und das ist weiblich und das ist wie im Französischen, wo man ja auch weibliche Adjektive dann teilweise noch so einen Nachklapp hinten hat, also eine Senkung, eine unbetonte Silbe, daher kommt das Ganze wohl. Und das Ganze ist natürlich an den Reim gebunden und von daher schwer in Ordnung. Wir sehen also rein von der Form her, macht dieses Gedicht überhaupt keine Probleme und dann freuen wir uns schon mal darüber.
So, jetzt kommt natürlich die große Herausforderung, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Das ist überhaupt nicht vorbereitet, aber das ist ja auch die reale Situation. Heimatlos, das sollte man auf jeden Fall schon mal festhalten, also ohne Heimat. Wir vergessen manchmal die Überschrift, da muss man sehr aufpassen und darum sollte man das auch irgendwo sich vermerken. Wir haben ja diese Spaltenidee und da kann man das ja in die Spalte gleich mit aufnehmen. Wir ohne Heimat, das entspricht also hier der Überschrift, irren so verloren. Also lauter negative Dinge, sinnlos kommt noch hinzu, durch der Fremde, aha, Labyrinth. Das heißt also auf gut Deutsch, wir haben eine Situation, wo das lyrische Ich sich mit anderen zusammen sehr unwohl fühlt, orientierungslos ist, das Ganze wie ein Labyrinth empfindet und eben in der Fremde ist. Die Eingeborenen, aha, wir haben also auch hier andere Leute, verständlicherweise, die werden da von ihm noch Eingeborene genannt, das waren ja nicht immer Eingeborene, plaudern vor den Toren, da sieht man sofort den Gegensatz, die fühlen sich anscheinend wohl, vertraut, das ist der Gegensatz natürlich hier zu Irren oder Labyrinth, natürlich im abendlichen Sommerwind. Also die fühlen sich wahrscheinlich wohl. Jetzt er. Da überlegt man so ein bisschen er, wer ist er und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja ein Pronomen und von da ist es sinnvoll, in der Nachbarschaft zu suchen, wo ist ein entsprechendes Wort, auf das es sich beziehen könnte. Also der Wind. Macht den Fenstervorhang flüchtig wehen. Ne? Das ist also erstmal die allgemeine Situation ist das hier. Jetzt wird es hier so ein bisschen konkret. Und lässt uns in die lang entbehrte Ruhe. Aha, so, das hört sich jetzt also mal positiver schon an. Des sicheren Friedens einer Stube sehen und schließt sie vor uns grausam wieder zu. Naja, jetzt merkt man natürlich, was da passiert ist. Man wird überrascht hier, denn man denkt zunächst und lässt uns in die lang entbehrte Ruhe. Ja, und da hier muss man wahnsinnig aufpassen. Einer Stube, das werden wir jetzt mal entsprechend hier auch hervorheben, einer Stube sehen, das ist natürlich nicht so schön, sondern das muss hier eigentlich gemacht werden. So, eine nur grausam wieder zu. Ja, also das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier Vorsicht, ne, also nicht der ersten Idee folgen. Das ist sehr schön, dass das jetzt hier uns selbst auch ein bisschen passiert ist. Dann können wir das gleich demonstrieren. Dann geht es weiter. Die herrenlosen Katzen in den Gassen, die Bettler nächtigend im nassen Gras. Ja, da fragt man sich, vergleicht er vielleicht die eigene Situation mit denen? Aha, sind nicht so ausgestoßen und verlassen. Das heißt also, ne, noch weniger ist bei ihnen gegeben, verlassen, wie jeder, der ein Heimatglück besaß. Ja? Das heißt also, sie fühlen sich hier tatsächlich als Ausgestoßene, die etwas verloren haben. Und das passt natürlich hier oben zu dem Verloren. So. Gucken wir noch mal ganz kurz, ob es stimmt. Sind nicht so ausgestoßen und verlassen wie jeder. Aha, sie zählen sich eben zu denen. Und hat es, ne, es, selbe Verfahren wieder, wir suchen das, was dazu passt, das ist das Heimatglück, es ohne seine Schuld verloren, ja, also ein bisschen Selbstmitleid auch. Man ahnt auch so ein bisschen, wenn man das im Unterricht behandelt hat, dass das hier möglicherweise hier Emigration, Exil ist und da hat man sicherlich im Unterricht einiges zugemacht. Das kann man hinterher auch dann hier erklärend hinzuziehen. Und irrt jetzt, ne? Das ist natürlich hier die Wiederholung, die man hier sofort sieht. Die Eingeborenen träumen vor den Toren und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind. Das ist jetzt eine Sache, über die man ein bisschen nachdenken muss, aber damit kann man klarkommen. Das heißt, die Hypothese wäre also, es ist Neid. Und jetzt überlegen wir mal gleichzeitig oder zugleich, wie die Deutungshypothese aussehen könnte. Denn das ist eigentlich das, was am Ende dieses Checks sich herausstellen könnte. Habe ich schon eine ungefähre Idee, worauf das Gedicht hinausläuft?
läuft. Und dann die Donnerhypothese ist, das Gedicht zeigt die Probleme, die Nöte von Menschen, die ihre Heimat verloren haben. So, verloren haben. Das merkt man natürlich so, man kann das nicht machen. Moment. So, verhaben und wir fügen das hier zu, in und in der Fremde sind. So, wie zu erwarten, ne, wenn man das unvorbereitet macht, haben wir hier einige Erfahrungen gemacht. Wir haben hier also einmal gesehen, dass wir da eine mögliche Problemstelle hatten hier. So, da muss man also ein bisschen aufpassen. Und hier am Ende muss man darüber nachdenken, was ist das mit dem Schatten? Und das ist wohl so zu verstehen, dass das lyrisch wichtig ist. Mensch, den Leuten geht es erstens gut. Sie träumen ganz in Ruhe, entspannt und gelassen und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind, ne? Dass wir auch Menschen sind letztlich, aber die im Schatten sind. Und ob das jetzt bedeutet, dass sie auch sich bedroht fühlen müssen, gegebenenfalls oder so, das sind dann weiterführende Überlegungen. Insgesamt hoffen wir, dass das hier sich gezeigt hat. So kann man es machen. So viel sollte man natürlich nicht auf dem Blatt selbst herumschmieren, sondern gegebenenfalls ein Blatt daneben legen, wo man das kurz durchcheckt. Aber man kann ja hinterher sehen, wie lange man dafür gebraucht hat. Wir denken mal, dass das nicht keine 10 Minuten waren. Und mal, wenn man noch zwei andere Aufgaben hat, kommt man damit genau hin. Wie immer machen wir das so, dass wir das hier auf dieser Seite hier ablegen, die Informationen hier zum Video dort unterbringen, dort eventuell Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Wir sind auch jetzt immer noch interessiert an Fragen, Anregungen in den Kommentaren. Und würden uns eben freuen, wenn das dem einen oder anderen noch hilft, zum einen diesen schnellen Check für sich gut zu machen und zweitens dann entsprechend auch hinterher dann ungefähr schon mal eine Deutungshypothese zu entwickeln. Und alle die, die uns nicht mehr brauchen, hier mit unserem Kanal schnell durchklicken, die würden wir einfach bitten, gegebenenfalls anderen Leuten hinterher noch zu erzählen, wenn sie denn gut mit uns gefahren sind, warum sollen das andere dann nicht auch tun? Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.